Einen angenehmen Sonntagabend. Die kommende Wetterwoche wird sehr unbeständig und vor allem es bleibt stürmisch. Den Sturm bekommen wir scheinbar nicht los. Jede Menge Tiefdruckgebiete beschäftigen uns. Das nächste ist bereits im Anmarsch und die nächste Front, die beschäftigt uns morgen den ganzen Tag über. Schauen wir uns die Einzelheiten an. Vom Bregenzerwald bis ins Salzkammergut wird es eher grau in grau sein. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 600 und 1100 Metern. Auf den Bergen ziemlich stürmisch und auch im Flachland Sturmspitzen um 80, 90 km/h. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 3 und plus 7 Grad. Die 7 Grad hier im östlichen Flachland, also schon sehr mild. Und tagsüber erwarten wir hier wieder zweistellige Plusgrade. Sonst nur Werte zwischen 5 und maximal 9 Grad. Also auch noch relativ mild für die Jahreszeit. Am Dienstag und am Mittwoch wenig Wetteränderung. Wir erwarten vor allem entlang des Alpenhauptkamms punktuell bis zum Salzkammergut bis zum Mittwoch mehr als einen halben Meter Neuschnee. Im Süden wird es allerdings sonnig. Der Sturm wird auch hier keine große Rolle spielen. Und im östlichen Flachland kann ab und zu die Sonne mitmischen. Der 15-Tage-Trend zeigt uns diese Entwicklung auch an, dass es relativ mild bleibt. In der zweiten Wochenhälfte ziehen die Temperaturen dann noch einmal kurz nach oben, bevor das nächste Wochenende deutlich kühler ausfallen könnte. Ja, mit diesen Aussichten noch einen schönen Start in die neue Woche.